Hallöchen, heute habe ich mir gedacht, machen wir zur guten alten deutsch-französischen Freundschaft ein französisches Zwiebelsüppchen, so den Klassiker der französischen Küche, so aus der Lehrzeit noch raus, war das immer so für mich so der Antrieb schlechthin. Wir mussten immer, jeder musste eine französische Zwiebelsuppe kochen können. Dazu brauchen wir Zwiebeln, klar, frische Gemüsezwiebeln, Speck oder Räuchertofu, frischen Thymian, bisschen Kümmel, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Olivenöl, Weißwein, Baguettebrot, gewürfeltes Baguettebrot und nachher zum Überbacken entweder einen schönen Kreizer Käse, so ein Schweizer Hartkäse, schön würzig oder Pizzaschmelz mit ein bisschen Hefeflocken gemischt. Und dann machen wir die Zwiebeln zuerst. Natürlich eine Menge Zwiebeln, meine Zwiebelsuppe ohne Zwiebeln wäre ziemlich albern. Ich mache immer ganz gerne halbe Ringe. Da das die Hauptvorbereitungsarbeit ist, können wir uns gleich relativ zeitnah an den Herd begeben. Zuerst lassen wir uns jetzt entweder, wenn wir die Fleischvariante nehmen, lassen wir unseren Speck ausgehen oder für die vegane Variante lassen wir unseren Räuchertofu schön knusprig erst ausgehen mit ein bisschen Olivenöl und dann Thymian löschen, dann geben dann die Zwiebeln dazu, Gewürze dran, löschen dann mit Weißwein ab, füllen mit Gemüsebrühe auf und lassen dann nachher in Ruhe köcheln. Vom Ablauf her ist das wie gesagt auf beiden Wegen gleich. Entweder fängt man halt mit Speck an oder mit dem Räuchertofu. Ich für meinen Fall nehme halt den Räuchertofu. Oliven so, dass der Topfboden so gerade bedeckt ist. So, also unseren Thymian dazu. Ich lasse auch immer die Stängel mit ausgehen. Fisch sie nachher wieder raus, weil die meisten ätherischen Öle und der Geschmack sitzt halt auch mit dem Stängel. Speck oder Tofu wird es wie gesagt schön knackig rösten. Und wenn der Punkt so schön erreicht ist, die Zwiebel dazu. Salz, Pfeffer. Kümmel, je nach Geschmack, Kümmelsaat dazu. Dann löschen wir gleich mit Weißwein ab. Füllen mit der Brühe auf. Lassen das Ganze dann ein Viertelstündchen vor sich her garen. So, in der Zwischenzeit, wenn die jetzt gleich vor sich hin köcheln, machen wir unser Baguettebrot, was wir Würfel geschnitten haben. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen frischen Thymian, den wir noch damit ausgehen lassen. Machen eine Knoblauchzehe, halbieren die oder vierteln die, wie immer, wie man das am liebsten mag, und schwenkt das Ganze dementsprechend durch, sodass das Brot noch ein bisschen zusätzlichen Geschmack bekommt. Geben ein bisschen Salz dazu, dass wir das später über die Suppe drüber geben und dann nochmal im Backofen nochmal zum endgültigen Garziehen geben. Nehmen wir beides rüber, gehen zu den Suppentassen und dann geht es noch in den Ofen. Jetzt wäre es an der Zeit, die Stängel rauszunehmen. Thymian. Die richtige französische Zwiebelsuppe ist ja schon fast so ein Zwiebeleintopf. Man hat viel Zwiebeln und nur eine gewisse Menge Fond. Damit werden wir sowieso immer alles halb-halb machen oder beide Wege vormachen. Schieben wir jetzt zwei und zwei Suppen in den Ofen. Einmal zwei klassische überbacken und zweimal vegane überbacken. Bei den klassischen, immer halt so einen klassischen Kreizerkäse bzw. Schweizer, kann man auch einen Parmesan mild nehmen. Wichtig ist einer, der halt schön zerläuft. Den geben wir jetzt hier auf den klassischen drauf. Hier unseren Pizzaschmelz, vermengen wir ein bisschen mit Hefeflocken. Und dann geht's gleich ab in den Ofen. Schön auf die mittlere Schiene, 180 Grad. Und los geht's. Blubbert und plätschert. Ein bisschen frischen Thymian rein. Hat den Vorteil, dann setzen sich nochmal durch die Wärme vom Käse die ätherischen Öle frei. Und dann muss man einfach nur noch den Klassiker schlechthin in Ruhe genießen.